Fahren Sie diesen ICE Richtung Osten bis Augsburg Hauptbahnhof mit Halt in München-Pasing und wir fahren heute den ICE 704 nach Berlin Hauptbahnhof tief. Ich freue mich sehr, dass ihr mal wieder dabei seid bei einer neuen Fahrt in Trainsim World 4. Wir sind heute auf der Strecke München-Augsburg unterwegs, machen hier einmal die Türen auf der rechten Seite auf. Yep, das hat geklappt. Und ja, mit dem ICE 3 sind wir heute unterwegs auf der Schnellfahrstrecke und da freue ich mich schon sehr drauf. Machen wir einmal die Spitzensignale auf Normal. Dann machen wir uns hier natürlich alles an, was wir brauchen. Und zwar die PZB, die SIFA und die LZB, machen das Schränkchen wieder zu. Dann machen wir uns hier noch die Scheibe untransparent. Ich möchte nämlich nicht bei der Arbeit beobachtet werden. Ihr kennt ja meine Einstellung dazu. Und ja, wir sind im München Hauptbahnhof. Leider ist hier überhaupt gar nichts los. Weder Passagiere noch irgendwie andere Züge. Ein bisschen seltsam. Ach, da kommen sie angelaufen. Jetzt aber hurtig hier. Ihr habt nur noch ein paar Minuten. Ja. Ein sehr schöner Bahnhof, auch wenn wohl einige Geschäfte hier fehlen, wie ich schon öfter mal gehört habe. Hier gibt es wohl so ein Jormas, nennt sich das. Da gibt es wohl leckeren Kaffee, der fehlt hier. Und ja, steigen wir mal ein, machen die Türchen mal wieder zu. Machen uns natürlich die AFB noch an. Die darf natürlich nicht fehlen. AFB. 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 Und dann stellen wir uns doch das Ganze hier auf 40 km/h. Lösen die Bremsen. Und dann fahren wir mal nach München-Pasing. Ja, auch das eine Strecke, wo ich schon länger nicht mehr unterwegs war. Aber auch hier komme ich immer wieder gerne zurück. Ist ja damals noch für TSW 2 erschienen. Ist aber so ein Gleisvorfeld, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ja, es ist echt traurig, wie leer das Ganze immer noch ist. Schon echt schade, ne? So viele Gleise und nichts los. Und ich muss hier den Vergleich zum Train Simulator ziehen. Da ist es einfach, ja, wenn da Szenarien erstellt werden, dann ist hier aber mal sowas von ordentlich was los. Aber nun gut. Vergleiche sollte man eigentlich nie ziehen, aber es, ja, ist halt immer schwierig. Es wirkt halt hier im Bereich vom Münchner Hauptbahnhof immer so ein bisschen tot, wenn man das mal so benennen darf. Gut, da drüben stehen ein paar ICEs, da ist ja auch die Waschanlage, aber sonst nichts los hier. Aber die Strecke an sich ist schon gut. Fahre ich auch immer mal wieder gerne ab. Hier links ist die Waschanlage. Gibt es, glaube ich, auch Szenarien, wo man da durchfahren kann. Und dann einmal hoch auf 130. Nein, nicht 140. 130. So. Damit wir auch pünktlich sind, ne?
Ja, und teilweise ist es halt auch jetzt, wo ich auch wieder mal in die Rail Valley reingeschaut habe, was da so Grafik und auch Beleuchtung und so angeht, das ist, weiß ich nicht, ne? Ist da irgendwie besser umgesetzt als hier. Ja, das ist immer so meckern, ne? Aber man muss halt auch die negativen Dinge immer mal ansprechen. Und wenn ich mir da überlege, was hier für ein Studio hinter steckt, was dahinter D-Ray Valley für ein Studio steckt. Gut, D-Ray Valley ist auch komplett fiktiv, ne? Was ist das Rollmaterial? Na gut, es ist angelehnt an reale Lokomotiven, aber das Streckennetz ist komplett fiktiv und das Rollmaterial und ja, ist jetzt nicht vergleichbar mit TSW. Es war auch ein Zugspiel, Zugsimulator, aber halt ja, bedient, ich würde nicht sagen, ein anderes Klientel, aber es ist halt anders. So, übrigens, ganz normale Fahrplanfahrt. Nichts Außergewöhnliches. Runter. Und auch hier bin ich wieder sehr gespannt. Bei der Fahrt mit dem Flixtrain hat das sehr gut geklappt. Mit dem LZB-Ende. Bin gespannt, wie ich das hier hinbekomme. Aber bin da eigentlich guter Dinge, dass das klappen wird. S-Bahn entgegen, so ein bisschen was los. Einmal bis ans Bahnsteigende. Ja, Punktlandung würde ich sagen. Einmal die Türen links öffnen. Schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Wir fahren nicht nach Nicht-Einsteigen. Nehmen wir die S4 nach Geldendorf. Warum steht hier jetzt Nicht-Einsteigen dran? Das verstehe ich nicht. Normal ist das ja automatisch eingestellt, ne? Bei so Fahrplanfahrten.
wir gleich wieder. Dann machen wir einmal zu. Und machen uns auf den Weg nach Augsburg. 20 Minuten haben wir für 50 Kilometer. Wir uns ein bisschen sputen. Meine Meinung bleibt aber die gleiche. Wir haben ja mittlerweile zum Glück echt viel Abwechslung in TSW. Also das war vor ein, zwei Jahren noch ein gutes Stück weniger. Also man kann echt nicht meckern. Ne? Gerade jetzt, wo ich wieder echt Bock auf das Spiel habe. Es ist schon Wahnsinn, wie viele Strecken ich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen gefahren bin, wo ich schon lange nicht mehr unterwegs war. Und das war ja damals noch zu TSW 1 und TSW 2 Zeiten war das. Da konntest du auch nicht so viel Videos raushauen, so viel Content bringen, weil du hattest ja keine große Abwechslung. Also da jetzt 10 Videos von einer und derselben Strecke ist ja dann auch ein bisschen öde auf die Dauer. Und so ist das schon viel, viel besser. Macht auf jeden Fall mehr Laune. So, dann stellen wir dich mal auf 160 und dann dürfte auch bald die LZB beginnen. Hier links auch ein paar S-Bahnen abgestellt im Betriebswerk. Und dann mal auf nach Augsburg. Ja, ja, liebe Sifa, ich bin noch da und so schnell bin ich auch nicht weg. Also dafür, dass es damals noch zu TSW 2 rauskam, ist das schon eine schicke Strecke. Da kann man nicht meckern. Aber DTG schafft es halt immer wieder durch so Kleinigkeiten, die sich... Die sich auf eine große Masse summieren. Ja, den Spielspaß so um so ein paar Prozent zu drücken. Ich habe so viel Spaß in dem Spiel, aber es könnte noch so viel mehr sein. Das will ich halt einfach nur immer wieder damit sagen. Ich will das Spiel nicht schlecht machen. Es ist einfach nur geil, auf realen deutschen Strecken zu fahren und jetzt auch österreichischen oder generell weltweit. Also nur weil es, jetzt beginnt gleich die LZB, nur weil es mir keinen Spaß macht, zum Beispiel in Großbritannien oder in Amerika zu fahren. Da fängt die LZB an. So. Heißt das ja noch lange nicht, dass die Strecken nicht gut sind. Aber es ist halt generell schön, auf realen Strecken mit realen Fahrzeugen unterwegs zu sein. Das ist halt einfach Bombe. Die Rail Valley macht auch richtig viel Spaß. Aber es ist halt vom Feeling ganz anderes Zugspiel, ein ganz anderer Zugsimulator, als es halt der Train-Simulator und TSW ist. Aber auch logisch, weil es ja rein fiktiv ist. Ne? So, jetzt gehe ich mal eine Viertelstunde, oder besser gesagt 10 Minuten, bin ich mal weg. Der Zug fährt ja ohne mich. Nein, wir müssen natürlich die SIFA drücken. Aber ich bin ja der Meinung, dass irgendwann komplett autonomes Fahren kommen wird. Ne?
Gibt's ja, glaube ich, sogar schon. Ich glaube sogar in Deutschland, ne? War das nicht die Nürnberger U-Bahn, die autonom fährt? Korrigiert mich mal oder schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn es woanders ist. Ich bin aber der Meinung, dass es schon eine autonome U-Bahn in Deutschland gibt. Ich bin der Meinung in Nürnberg, ne? Aber auf der Welt gibt es das auf jeden Fall schon. Aber ich glaube, dass sich das auch über kurz oder lang durchsetzen wird. Gerade dieses Jahr autonome Fahren, immer mehr automatisierte Herstellung von Waren, welcher Art auch immer. Es kostet halt enorm viele Arbeitsplätze, ne? Und so ist es halt, ja, bei der Eisenbahn halt auch. Ja, weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir fahren übrigens auf der linken Seite, finde ich irgendwie komisch. Ja, die Autos da oben auf der Brücke auch eben einfach aufgeploppt. Warum fahren wir im linken Gleis? Wir haben noch keinen Linksverkehr. Jetzt doch mal hoch auf 230. Beschleunigen. So neblig, ja. Würde mich nicht wundern, wenn es anfängt zu regnen. Oh, jetzt sind wir rechts. Auf dem rechten Gleis. Hab ich jetzt gar nicht richtig mitbekommen, wie wir da hingekommen sind. Schön, dass dynamische Wetter ist, aber ich finde, man sollte dann gewisse Wetterverhältnisse zu gewissen Jahreszeiten dann aber auch und Uhrzeiten vor allem dann aber auch ausschließen. Also, dass es im Sommer, wir fahren hier im Sommer, nachmittags um 3:30 neblig wird, halte ich für ausgeschlossen. Im Sommer hat man ja meist morgens Nebel in den Tälern. Aber dass es dann einfach nachmittags nebelig wird, ja, finde ich ein bisschen skurril. Alles gut. Das ist jetzt kein Meckern, das ist eher so, hätte man vielleicht mal ausstellen können. Aber der Wetterwechsel, schön ist er trotzdem. Und wie schön wäre das, wenn wir einfach von München jetzt bis nach Hannover durchfahren könnten. Ach, das wäre schön. Wie lange dauert das? 2, 3 Stunden? 3,5? Wird schon echt fetzen, ne? Könnte man dann einfach mal im Stream durchfahren. Hier der Regionalexpress links. Park hier rechts. Ruckler, ne? Ihr seht's ja, wir haben 62 FPS. Oben rechts habe ich es mal eingeblendet. Dann immer wieder diese, ja, Abstürze da wieder. So, Abstürze der FPS.
Na, ich korrigiere mich. So Wetterverhältnisse im Sommer kann man natürlich auch nach einem starken Unwetter haben, ne? Wenn dann die Feuchtigkeit aus dem Boden nach oben steigt. Aber das hatten wir jetzt hier nicht. Ist ja alles trocken. Dann kann sowas auch schon mal passieren. Ich auch mal erlebt. Das war schon echt krass. Gerade wenn es gehagelt hat und der Hagel dann, ne, der ist ja viel kälter als die Umgebung, gerade im Hochsommer. Wenn der Hagel dann auf dem Boden liegt, dann zieht dann auch so, ja, Wasserdampf einfach nach oben. Dann hat man da auch schon mal solche Verhältnisse, wie wir jetzt hier haben. Kilometer nur noch. 30 haben wir schon hinter uns. Das geht aber immer so schnell, ne? Das ist wirklich Wahnsinn, wie schnell das immer geht. Ist aber immer ein gutes Zeichen. Ich habe schon oft gesagt, dass einem ein Spiel Spaß macht, wenn die Zeit verfliegt. Und ihr kennt mich. Ich würde Spiele nicht spielen, wenn sie mir keinen Spaß machen. Ich habe auch schon oft Let's Plays begonnen. Und dann gemerkt nach ein paar Folgen, ah, das macht mir doch nicht so Spaß. Und dann habe ich es nicht durchgezogen, weil ich damit angefangen habe, sondern habe gesagt, nee, Schluss. Fetzt doch nicht so, wie ich es mir am Anfang gedacht habe. Also, nee, das mache ich nicht. Gab ja auch mal Zeiten, da gab es auch mal ein, zwei Monate kein TSW, weil ich einfach keinen Bock hatte. Oder sogar teilweise Kanalpausen. Das alles auf den Zeiger ging. Muss zwischendurch auch mal sein, ne? Mal so ein Päuschen, mal was anderes zocken und dann wieder frisch und regeneriert zur Tat schreiten. Uns noch kein ICE entgegen und auch noch kein Intercity. Das ist übrigens eine der Strecken, wovon ich fest ausgehe, dass sie noch auf TSW4 Features geupdatet wird, auch was Beleuchtung und so angeht, volumetrischer Nebel etc. Weil hierfür wird ja die Baureihe 420 entwickelt für diese Strecke von TSG. Die fährt ja hier in München noch im S-Bahn-Dienst. Hier hat sie ihren Dienst ja auch in den 70ern begonnen. Und ja, deswegen gehe ich fest davon aus, dass diese Strecke noch ein Upgrade bekommt, da ja die Baureihe 420 eigentlich fertig ist, so wie das der gute Mike Golz kommuniziert hat. Aber er wartet halt noch, bis die Strecke hier ein Update bekommen hat. Weil ihr wisst es ja, wenn Fahrzeuge, die für TSW3 bzw. TSW4 entwickelt wurden, auf Strecken fahren, die TSW1 und TSW2 Beleuchtung haben, dann sieht das nicht so gut aus. Das ist absolut schrecklich. Haben wir mit der Vectron auch schon oft erlebt. Jetzt in der jüngsten Vergangenheit, dass da, ja, ich das Gefühl habe, da vorne hängt ein halbes Atomkraftwerk drin. Und schön. Also was die Scheinwerfer angeht, die Beleuchtung vorne, die Spitzensignale. Mir hat gerade das Wort gefehlt. So, jetzt sind wir gleich am LZB-Ende angekommen. Da müssen wir natürlich aufpassen. So, ich würde es tatsächlich schon mal runterstellen auf 150. Lang ist nicht mehr. Bisschen früh. Das war vielleicht ein bisschen früh. Verkackt. Nicht zu 100%, aber so ein paar Prozent verkackt war das jetzt auf jeden Fall. Das war jetzt ein bisschen bescheuert, das selbstständig zu machen. Und dann sind wir gleich schon da. Ratzfatz. Selbstständig.
dann sind wir gleich im LZB Ende angelangt und da bin ich gespannt, wie ich das hinbekomme. Höchste Konzentration. Ein bisschen LZB haben wir noch. Hätte ich mir auch sparen können. Und da haben wir sogar volle LZB-Überwachung bis in den Augsburger Hauptbahnhof. Ich bin schon so lange die Strecke nicht mehr gefahren. Ich kann mich da gar nicht mehr richtig dran erinnern. Muss ja, ne? Ja. Ah ne, jetzt. Okay. Wusste ich's doch. Eh ziemlich früh dran, dann gehen wir schon mal runter auf 90. Nicht, warum hier die Überwachung über die 10 Kilometer raus ist, obwohl jetzt LZB Ende ist. Das verstehe ich nicht so ganz. So, jetzt sind wir wieder in der PZB Überwachung. Und dann sollten wir vielleicht auch runterbremsen auf 80. Noch unter der 80. Och man. Wir waren noch unter der 80. Shit happens. Ich war der Meinung, dass wir unter der 80 drunter waren. Die AFB war ja hier und wir waren ja schon in dem Bereich hier. Naja, sei es drum. Kann ja nur dran gelegen haben, dass wir nicht unter der 85, also nicht unter den 85 Kilometern waren, die erlaubt waren. Immer schön zu wissen, warum man die Zwangse bekommen hat. Aber pünktlich sollten wir eigentlich trotzdem noch ankommen. Das war jetzt kompletter Bullshit. Ich kann doch nicht über das Signal fahren. Hab 60 angekündigt. Ah, doch, klar. Weil das ja rot zeigt, ne? Ja, ach Gott. Jetzt bin ich aber gerade wirklich richtig hier am Verkacken. Aber mal vom Allerfeinsten. Ah, habt ihr wieder was zu lachen? Zu Recht. Klar, weil das nächste Signal ja auf rot steht. Logisch. Ja, manchmal vergisst man die Dinge
oder beachtet sie nicht richtig. Ja, das ist halt der Unterschied, ob man in der Realität fährt oder hier im Simulator. In der Realität, ja, würde man das natürlich viel eher auf dem Schirm haben und ja, viel eher auf die Dinge auch achten und sich die Dinge auch besser merken. Aber hier hat es ja keine Konsequenzen, außer dass man ein paar, ja, hämische Kommentare bei YouTube bekommt, wie gesagt, zu Recht. Ja. Ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen Realität und Spiel. So, jetzt nur nicht noch eine bekommen, aufgrund von 500 Herzmagneten. Wo kommt der Gute? Dauert noch ein bisschen. Zwei Minütchen Verspätung. Alles gut. Da vorne ist er. Der böse, böse 500-Hertz-Magnet. Und dann hoffe ich, dass euch die Fahrt Spaß gemacht hat. Mir auf jeden Fall, auch wenn das am Ende jetzt mal wieder. Ach, das ärgert mich immer. So kurz vor Schluss. Verkackt man dann trotzdem nochmal. Und wenn euch die Fahrt gefallen hat, dann natürlich gerne Däumchen nach oben da lassen. Gerne könnt ihr auch mal beim guten Checo Plays vorbeigucken oder beim guten Trains and Play. Die machen auch immer viel Content für TSW4. Der gute Checo, der hat da jetzt auch irgendwie ein Soundboard, wo er Ansagen, die er im Internet sich runtergeladen hat, über YouTube, denke ich mal, da abspielt. Also sehr cool. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Sehr, sehr. Hey. Sehr, sehr sehenswert auf jeden Fall. Schön. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Allseits gute Fahrt, lasst euch nicht ärgern und ciao, ciao.